Im Wiener Schottenkeller sind Geisterjägerinnen dem Mythos der weißen Frau auf der Spur. Desto länger die Investigation an dem Spukort dauert, desto negativer werden die Bilder, die Medium Isabella Ambichel dort empfängt. Ich sehe Stau, ich sehe Mönche und ich sehe Blut. Ja. Entweder haben sie es verarztet da, dass das irgendwie mit viel Blut zu tun gehabt hat. Vielleicht hat es einen Krieg gegeben und die haben die da verarztet oder was. Aber es war. Dieser Bereich war nicht offen für alle. Mhm. Also haben nicht alle Mönche alles gewusst. Davon gehe ich aus. Aber wie du kennst ihn jetzt? Was für Gefühl haben Sie? Ja, dasselbe immer noch. Also es ist der Druck auf der Brust da, der für mich immer bedeutet, dass da eine. Also ich sehe oder höre nichts Bestimmtes, aber das ist für mich immer das Zeichen, dass die Energie sehr negativ ist und dass hier nichts Gutes passiert ist. Also sicher nichts Positives. Heike, fangen Sie irgendetwas ein schon? Also, dass mir saumäßig schlecht ist, nicht. Na, mir ist wirklich saumäßig schlecht. Die Übelkeit ist so extrem, dass sich die Geisterjägerin sofort hinsetzen muss. Sie spürt starke Energien von hier gefolterten Kindern. Kind? Nein, nicht. Also. Kind. Sind Kinder schon mal gesehen worden? Ich weiß es nicht. Siehst du welche? Hörst du welche? Also ich bin ja fast der Meinung, dass da unten Kinder sind. Wo? Unten? Hier da? Unten, ja. Im Keller? Ja. Können wir da wieder rausgehen? Wäre schlecht. Ich spür's auch. Also, ich schwitz wahnsinnig. Na, das ist jetzt ernsthaft. Ich möchte da raus, bitte. Mir ist schlecht. Na, doch, ja, greif mich an. Also, total. Ich meine. Und ich hab keine Angst. Ich hab's dir nicht, hm? Nein, ich muss nur den Weg wieder finden. Also mir ist richtig schlecht und hier unten ist, weiß ich nicht, auch vom Sicherheitsgefühl her, ich fühle mich hier nicht wohl, sagen wir es mal so. Und ich bin eigentlich wirklich froh, wenn ich da wieder oben bin. Die Frauen beschließen, die Investigation abzubrechen. Die Stunden in dem Keller waren eine enorme Belastung. Ich habe einmal tatsächlich was Weißes wohl im Eck auch gesehen. Ich weiß zwar nicht, ob das dort war, wo es die Isabella gesehen hat, weil wir uns da nicht abgesprochen haben. Aber gesehen habe ich das auch, so was Schleierartiges oder so was nebelig-schleierartiges Weißes. Eine Gestalt, ob es jetzt eine Frau war. Aber es war eine Gestalt, definitiv. Kann es auch die weiße Frau gewesen sein? Natürlich kann das die weiße Frau gewesen sein, ob sie es jetzt war. Aber es war meiner Meinung nach eine weibliche, große Gestalt in Weiß. Ich habe andere Erscheinungen gehabt, aber die. Ich habe mich zum Beispiel kurz umgedreht und habe hinter mir, das sehe ich öfters, aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, jemanden vorbei. Also einen Schatten hinter mir. Den kann ich aber nicht weiter beschreiben. Und drinnen habe ich dann so eine weiße Energie gesehen in einem Eck, die war auch schnell wieder weg. Aber da. Das traue ich mich nicht zu sagen, dass das die weiße Frau war. In der Hofburg, dem Zuhause von Autorin Lotte Ingrisch, will Medium Isabella Ambichel erneut den Legenden rund um den dortigen Spuk auf den Grund gehen. Das ist einfach eine Wohnung, das spüre ich. Das hätte ich auch ohne Namensschild rausgekriegt, wo wissenschaftlich an solchen Dingen, an Jenseitskontakten, in dem Sinn nicht jetzt, sondern umschrieben halt an anderen Dimensionen gearbeitet wird. Das spüre ich. Da spielen die einzelnen Geister gar nicht mehr so eine Rolle, weil die geben sich die Türschnalle in die Hand. Da ist so viel los, aber für die Frau Ingrisch Gott sei Dank nicht mehr spürbar so stark, sonst könnte sie ja nicht normal leben da. An das müssen sie sich auch halten. Die anderen Dimensionen. Also in sonst wären es ja negative, ja, wirklich Dämonen, die Frau Ingrisch Tag und Nacht zigieren. Was ich spüre, sie haben Katzen, viele. Ja. Jetzt haben sie nur eine? Zwei. Aber wissen, sie warum? Ja. Wissen Sie warum? Ja. Sie haben einen starken Kontakt, ob sie es wissen oder nicht,
zur ägyptischen Katzengöttin Bassett. Die und Sie haben sicher mal einmal in ihrer Wesenheit in Ägypten gelebt. Möglich, aber wenn es keine Zeit gibt, gibt es auch nicht die Reinkarnationen. Darum habe ich es nicht gesagt. Sondern wir leben gleichzeitig in vielen Wirklichkeiten. Und wir sind gleich. Jedes Ich ist ein Plural. Jedes Ich ist ein Plural. Haben Sie irgendeine spezielle Beziehung zu Ägypten? Oder nein, zu, ich war nie, Aber Sie Ägypten. Kennen die Ja, ich kenne die Göttin, ja. Ja. Aber bitte, Göttinnen, Götter und Göttinnen sind ja auch Projektionen, die wir in die sogenannte Wirklichkeit, die selber eine Projektion ist, werfen. Wissen wir, aber Frau Ingrisch, wir brauchen solche Bezeichnungen, sonst können wir das überhaupt nicht verstehen. Sie sind da schon in einer anderen Ebene. Aber ein normaler Mensch, der braucht eine Erklärung, warum das so ist. Warum der umgeben ist von Katzen und immer mit Katzen zu tun hat und immer wieder. Und dann, wenn ich spüre, dann sehe ich, hoppala, der hat schon mal in Ägypten gelebt. Ich habe nur zwei Katzen. Ich sehe manchmal mehr Katzen hier. Ich sehe bei Ihnen eine schwarze, eine große schwarze. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, nicht. Aber eine Gabe hat sie, und zwar, sie kann den Raum fühlen, sie kann die Qualitäten des Raums fühlen. Sie ist durchgegangen und ist tatsächlich geradlinig auf die stärkste Störzone durchgegangen. Also diese Gabe hat sie jedenfalls. Und da sie also fühlig ist, so kann es auch sein, dass ihre Fühligkeit andere Resultate bringt. Es ist möglich. Ich kann routen, ich kann pendeln, ich kann es mit einem kleinen Finger sogar. Wenn wir diese Richtung gehen, also hier ist Uhrzeigersinn völlig uninteressant. Völlig uninteressant, also Geomantel. Da fängt es an, ein Kraftort zu werden, eine Störzone. Und da ist es am allerstärksten. Und zwar, es ist aber nicht so, dass der Ort den Finger bewegen würde. Selbstverständlich sind das wir selbst. Aber wir haben die Information und übertragen die als Bewegung. Und zwar, ich nehme an, es hängt mit der rechten Hirnhemisphäre zusammen, die sich nicht verbalisieren lässt, die kann nicht sprechen, ist die Stumme. Oder wir haben ein primäres, also man sagt ein sekundäres, aber ich sage ein primäres Gehirn, das ist in unseren Nervenendungen. Also das ist jetzt Neurologie, wovon ich spreche, das ist etwas Wissenschaftliches. Und ich stelle mir vor, dass dieses primäre oder für meinen Begriff eigentlich primäre, nicht sekundäre Gehirn in Verästelungen unserer Nerven, dass das diese Bewegung verursacht. Mit der Route, mit dem Pendel oder wie bei mir mit dem kleinen Finger. Auf Schloss Schallaburg in Niederösterreich forscht das Team der Ghost Scene weiter nach Paranormalem. Die Geisterjäger nehmen stets mehrere Fotos an einer Stelle auf, um diese vergleichen und Energien darauf erkennen zu können. Der Move-Test mit einem Teddybär wird aufgebaut, um die Geister von Kindern anzulocken. Während einer Messung am Dachboden berichtet Burgaufseher Hannes Ertl plötzlich erneut von einer Erscheinung. Gesehen. Was denn? Das wird schon mal wahr, wie wir es geguckt haben. Mich selber. Die Geisterjäger stellen fest, dass genau an derselben Stelle ein Lichtpunkt auf einem Foto zu sehen ist. Am Bild davor ist kein Ort zu sehen. Ist das jetzt, wo der Das ist, wo der Hasel gesessen ist, wo der Hannes hingeschaut hat. Ne? Ja, wo der Hannes das hingeschaut ist genau hat. Das. Da sitzt genau der Hasel. Da haben wir den Punkt. Da sitzt der Hasel da. Ne? Und kurz drauf hast du den Punkt drin. Genauso wie da. Da und da. Das war das, was du gesehen hast. Ne? Mhm. Da ist negative Energie und das tue ich für da und Gerichtsstickel. Und ich kann es nicht beschreiben, wie es auf einmal geholt hat. So ein ungutes Gefühl. Aber keine Angst, sondern es ist wie da neben mir. Es ist wie anwesend. Und auch wie wir oben jetzt gesessen sind, waren sie auch da. Es fühlt sich so irgendwie wie. Weiß ich nicht, er will mit mir ins Licht gehen oder auch immer, und ich kann es aber nicht, und er kann nicht weg von da.
Er hängt da fest. Vielleicht ist das irgendein, der was hingerichtet worden ist oder auch immer. Ich kann das nicht genau beschreiben, kann ich nicht. Ich weiß nur, dass er eher ist und dass die in dem Spiel, seit ich auf der Burg bin, schon immer. Ne? Die insgesamt 8-stündige nächtliche Investigation ist für die Geisterjäger eine enorme psychische und physische Belastung mit extremen Empfindungen, auch wenn sich diese nicht immer gleichen. Mir war eiskalt. Und er wiederum sagt, wie da oben gesessen ist, ich war voll warm. Sehr heiß. Und was ich hatte, ja. Sehr heiß warst du. Aber freundlich heiß. Also, war schon warm, aber heiß. Angenehm. Es war, ja, eine angenehme Hitze. Ja, super. So wie in einer Sauna. Aber das heißt, spürt dann einer was Positives, der andere was Negatives, kalt warm, oder wie ist das? Warm kalt heißt nicht, dass warm jetzt positiv ist und kalt negativ ist, sondern es kann auch beides sein. Es kann kalt genauso positiv sein und warm genauso negativ sein. Wie es das selber empfindest und wie die Wesenheit halt dort ist. Der Move-Test mit dem Teddybär wird analysiert. Eine Kamera, die nur bei Bewegung aufnimmt, wurde dort installiert. Gut gestartet haben wir mit 8 Aufnahmen, 12 sind drauf. Das heißt, das hat sich viel mit der Bewegungsmühle eingeschaltet? 4-mal, ja. Und der Bär? Die 4-mal. Bär, die wird sie nichts da haben. Also jetzt auf den ersten Blick, wenn wir haben, die wird nichts sein. Ist der wirklich so gegen? Ja, genau so gegen. Ich will mal gerade gucken, ob er weiter nicht einliegt. Das macht jetzt der Schatten, glaube ich. Aber sehen wir dann eh. Wir haben ja die Vergleichsfotos. Okay. Da liegt das so schön richtig an und da nicht. Autorin Lotte Ingresch ist auch ohne Messungen von der Anwesenheit von Geistern in ihrer Wohnung in der Wiener Hofburg überzeugt. Medium Isabella Ambechel, die hauptberuflich bei einem Verein zur Bestattungsvorsorge arbeitet, versucht mit dem verstorbenen Ehemann von Lotte Ingresch, Komponist Gottfried von Einem, Kontakt aufzunehmen. Auch wenn die Frau Ingresch sagt, ihr Mann, mit ihr spricht er nicht mehr oder für sie, oder er sagt, er ist tot. Also ich kann mit ihm noch kommunizieren, auf unserer Ebene, auf der normalen. Das bedeutet, was für eine Ebene ist für Sie die normale Ebene? Also sozusagen die Ebene, wo er mich erreichen kann. Und er sagt, es ist ihm nicht recht, dass die Leute da bei ihm herumschauen, in seiner Privatwohnung. Das will er eigentlich gar nicht. Und er sagt, wir sollen gehen. Also er ist sehr zornig und sagt, wir sollen gehen. Mhm. Sagt auch was zur Frau Ingresch? Hat er eine Nachricht an Sie? Er sagt, das würde er jetzt sicher nicht vor der Kamera sagen. Er möchte das nicht, das ist Privatsphäre. Also definitiv nein. Aber er sagt es Ihnen schon. Er sagt mir das, aber er sagt, wir sollen bitte gehen, wir sollen das respektieren und er will das nicht. Frau Ingresch, ich danke Ihnen vielmals. Es hat mich gefreut, Sie näher kennenzulernen. Danke. Und ich finde es super, dass Sie nicht von Geisterbeschwerden leben, sondern einen anständigen Beruf haben. Danke, danke vielmals, danke. Es ist mir eine Ehre und wie gesagt, Sie sind eine Pionierin, bleiben Sie das. Sie sind was ganz Wichtiges für Österreich. Das ist aber ganz lieb. Nein, wirklich. Das ist, wissen Sie, was ich für Morddrohungen gekriegt habe im Laufe der Zeiten? Werden Sie wahrscheinlich auch gekriegt haben, Einweisungen in die Psychiatrie angedroht, ja. Ins Gefängnis. Und dauernd Morddrohungen von Leuten. Die Leute reagieren so, weil sie Angst vor dem Unbekannten haben. Genau. Diese ganzen aggressiven Reaktionen kommen aus der Angst. Es war für mich auch ein großes Vergnügen, Sie kennenzulernen. Danke vielmals, danke. Alles, lauter gute Geister. Danke, ebenfalls, Aber es gibt eh keine Bösen. Danke, Wiedersehen. Wiedersehen. Von den Aussagen des Mediums ist Lotte Ingresch weiterhin nicht überzeugt. Die Autorin hat ihre ganz eigenen Ansichten zum Thema Geister. Wir selbst sind Erscheinungen. So wie wir einander wahrnehmen, existieren wir nicht. Wir sind energetische Felder,
Bewusstseinsfelder, Informationsfelder wir übersetzen. Ich vermute, die Nullpunktenergie oder das Vakuum übersetzen wir in Gestalten, in Bilder. Und es gibt eine gemeinsame Übersetzung, die betrifft eine ganze Kultur. Und dann gibt es ein paar eigenwillige Leute, die übersetzen ein bisschen anders. Die sperrt man dann in die Psychiatrie. Ich habe mich bekannt zu paranormalen Erfahrungen, zu grenzüberschreitenden Erfahrungen. Ich habe mich dazu bekannt, also dass 3 Jahre eine Tote bei uns angerufen hat, dass ich nicht immer in meinem Körper bin, dass ich als mein eigener Doppelgänger manchmal auftrete. Ich habe dann ein SOS an die Wissenschaft geschickt. Und da haben wir Nobelpreis-nominierte Universitätsprofessoren geantwortet, das ist völlig normal. Die Wirklichkeit spaltet sich beständig auf. Also das ist ein wissenschaftliches Faktum, das nur die meisten von uns nicht wahrnehmen, weil die Wahrnehmung blockiert ist. Am Tag nach ihrer nächtlichen Investigation auf Schloss Schallaburg werden die Aufzeichnungen von der Ghost Scene Austria ausgewertet. Mehrere Aufnahmen der Bewegungskamera geben den Geisterjägern Rätsel auf. Auch schon dort, so wie Sie jetzt sehen, dass er zukommt. Und dann genau, und dann oben. Jetzt er fliegt nicht so runter, einfach nur, sondern er kommt von hinten, vierer. Genau. Das, was da jetzt aufwies, glaube ich, dass das auf jeden Fall Staub war. Aber das, was da, wie du gesagt hast, der schaut aus, wie er zu uns kommt und dann sie wieder verschüßt. Ne? Das einfach geht wieder. Ja. Auch eine Audioaufnahme ordnen die Geisterjäger als paranormal ein. Das ist komisch. Mhm. Also das. Das ist. Das war sicher keiner von uns. Und ich weiß nicht, in was für einem Zusammenhang irgendwer von uns Mädels. So stöhnen hat. Ja, auf gut Deutsch. Also ich weiß sicher nicht, das ist nicht meine Stimme. Definitiv nicht. Also, schwierig, aber. Das ist einfach, ist, das ist weiblich, das ist das, wo ich vorher. Was du, wenn das Leibende ist, warum das eigentlich aufgenommen hat, ist ja die Frage. Warum schaltet sie die Bewegungskamera ein und dann hast du den Ton? Die Bewegungskamera zeichnet ja keinen Ton auf, sondern eine Bewegung. Die Frage ist, warum hat sie es eingeschaltet? Mir selbst tut man nichts. Also ich sehe zumindest nichts, dass du irgendwo. Nein, ich habe auch nichts gesehen. Nein, überhaupt nicht. Das aber du hast das Geräusch. Ne? Das, ja. Das war das für mich paranormal, also nicht erklärbar. Mit der Auswertung der Fotos sind die Geisterjäger ebenfalls zufrieden. Das Team führt ca. 8 Investigationen pro Jahr durch. Diesmal glauben die Hobbyforscher aus Niederösterreich, gleich auf mehreren Bildern Geisterenergien eingefangen zu haben. Gebracht haben wir ungefähr um die 1000 Fotos. Ja, bei der Auswertung, jedes einzelne Foto schauen wir uns an. Also wir machen das am Computer umspielen. Schauen Sie die Fotos einmal an. Alles, was wichtig ist, also was uns für interessant erscheint, die speichert man sich gleich an. Die restlichen werden dann meistens gleich gelöscht. Die, was wir dann für interessant finden, bearbeiten wir dann mit dem Programm. Dann ein bisschen aufhellen, vielleicht einmal mit den Farbspektren verändern. Mehr Rotton rein, mehr Blauton rein. Negativ sichtbar relativ ein paar Sachen schädern. Und wir versuchen dann, wenn wir jetzt irgendwas gesehen haben, auszuschließen, da war ein Licht. Da hat wer gerade mit dem Handy gespielt, da hat einer geraucht. Wenn es in der Pause gemacht worden ist, die Fotos. Auf dem Foto sieht man, wie der Andi vom Gerichtsstöckli Richtung Wald fotografiert hat, wo eigentlich alles easy ist, schön ist, klar ist, Foto wunderschön. Und das nächste drauf hat eine Nebelwand. Und die Nebelwand haben wir eben verglichen mit einem Foto, was wir 2 Tage vorher mal auf die Nacht, habe ich gesagt, möchte ein paar Tests machen. Wie das rumkommt, wenn man Zigaretten raucht und der Rauch rausgeht oder wenn man nur in Atem rauslässt, also wie da die Fotos zusammen. Und wir haben das verglichen und die, wie soll ich sagen, die Konsistenz passt einfach nicht zusammen. Das ist der Zigarettenrauch und das ist die Atemluft. Das ist ja unglaublich, ne? Was für Unterschiede das sind. Müssen, wenn er jetzt 4, 5 Fotos gemacht hat, müsste der länger da sein. Also der ist nicht einfach nur da und dann wieder weg. Ja. Weil es ist kein Wind gegangen, wie wir draußen waren. Und das wie da, nicht da und dann da. Ja. Das ist von hinten irgendwie gestanden, von ja, hinter dir war keiner. Nein, hinter mir war keiner und bei jedem Büdel, was ich mache, habe ich die Luft angehalten. Also, ja. So fein kann es nicht sein.
paranormale Erscheinungen oder Energien können sich natürlich so äußern, indem man ihm sagt, das ist auf einmal ein Rauch da, oder also was Nebeliges. Ja. Oder eben eine Lichtkugel, so kann man das halt deklarieren, wo man einfach sagt, das hat mit Energien zu tun. Also die Energien äußern sich ja so. Ne? Heike Schüler und Ursula Hepp von den Austrian Paranormal Investigators untersuchen seit 10 Jahren paranormale Phänomene. Sie haben festgestellt, dass Geistererscheinungen oft mit persönlichen Problemen zusammenhängen. Man geht einfach nur noch irgendwelche Symptome, die sind bei jedem gleich. Nur das Problem, oder ähnlich zumindest, ja, es ist, dass sie klopfen, beobachtet fühlen, sich nicht wohlfühlen, Geräusche, schemenhafte Gestalten und so weiter, Schatten. Das Problem liegt meistens aber sehr viel tiefer. Ja. Man muss sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen, wie das Umfeld ist von den Betroffenen. Haben die Probleme? Meistens haben sie nämlich Probleme. Aber das ist etwas, was eigentlich nie gesagt wird. Und somit muss man auch schauen, ob das nicht eher von daher kommt, ja, dass das mehr oder weniger Alarm ist für das eigene Befinden. Wir haben schon wirklich Fälle gehabt, wo ein Missbrauch im Hintergrund gestanden ist. Ja. Das, was ewig verdrängt worden ist. Ja. Und das, was sie einfach dann nach vielen, vielen Jahren mehr oder weniger ist es rausgekommen einfach. Ja. Und es ist nicht aufgearbeitet worden. Oder Trauersachen, also dass man sagt, okay, verstorbene, geliebte Menschen, wo eigentlich die Trauerarbeit nicht geleistet worden ist. Ja. Also das sind nur so 2 Beispiele von Hunderten. Die Geisterjägerinnen führen eine Investigation am Wiener Friedhof der Namenlosen durch. Dort sind Wasserleichen begraben, die im nahegelegenen Hafen von der Donau angeschwemmt wurden. Immer wieder fangen die Frauen auf ihren Aufnahmen Unerklärliches ein. Sie hoffen, auch diesmal. Das war dann schon eigentlich interessant, eigentlich erst vor kurzem, ja, dass wir haben es nicht gesehen, aber plötzlich haben wir irgendwo so eine weiße, es hat ausgesehen wie eine weiße Gestalt, die eigentlich neben dem Haus, neben einem Baum steht. Und ein Foto weiter steht es nicht mehr dort und steht eigentlich, weiß ich nicht, 2 Bäume weiter. Irgendwo sieht man aber dann nur mehr so einen kleinen Stickerl. Und dann haben wir gedacht, was ist denn das? Das hat aber keiner von uns gesehen, was ist das? Also könnten wir jetzt nicht wirklich sagen, was das wirklich war. Ja? Am Anfang war mein erster Gedanke, na, vielleicht ist es durch die Langzeitbelichtung. Ja? Weil oft kommen da auch ganz seltsame Dinge hervor, aber eigentlich alles andere ist eigentlich ziemlich scharf. Und das hat mich dann ein bisschen verwirrt, weil es eigentlich dann wirklich zwei Bäume weiter auch wieder aufgetreten ist. Glaubst du an Geistererscheinungen? An Geistererscheinungen? Ja. Geistererscheinungen in dem Sinne, weil ich sie selbst auch sehe. Die Untersuchungen werden stets auch mit Diktiergeräten aufgezeichnet. Die Audioaufnahmen sind jedoch meist schwer zu interpretieren. Friedhof der Namenlosen, Dikta Heike. Ja, Dikta Uschi. Wenn Stimmen drauf sind, und es sind oft ganze Sätze auch drauf, dass das dann wirklich nur auf einen Dikta drauf ist, ja, und auf die anderen nichts. Wie erklärt sie euch das? Keine Ahnung. Man muss aber auch dazu sagen, dass das meistens keinen Zusammenhang hat. Ja. Es ist so, wie wenn wir eine Befragung machen und sagen, ja, ist irgendjemand da, der mit uns Kontakt haben will, und der sagt, das Schnitzel hat mir gut geschmeckt. Das ist irgendwie überhaupt keine Relation zu der meiner Frage. Das heißt, haben wir dann nicht einfach nur eine Aufzeichnung aufgenommen, ja, oder so eine Art Echo. Ja. Das ist halt dann eine Theorie, aber wie gesagt, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Behauptungen kann ich viel machen, aber Fakt ist, die Stimmen existieren. Es sind keine Radiosender, ja, weil das wird ja sehr gerne irgendwie benutzt. Ja. Da hat sich eine Kurzwelle drauf gehabt oder ein Radiosender. Sag ich, natürlich, ganz bestimmt. Ja. Einer, der was sagt, grüß Gott, ja, oder hallo Heike, sagt sicher der Radiosender genau in dem Moment, wo wir da durchgingen. Die Austrian Paranormal Investigators haben bereits mehr als 250 Untersuchungen im In- und Ausland durchgeführt. Auch Privatpersonen, die glauben, dass Geister Kontakt mit ihnen aufnehmen, bieten sie Hilfe an. Geistererscheinungen sind da größtenteils zu 99% sichtbar bei den Personen, die einfach nur Probleme haben. Solange ich es ignoriert habe, dieses Problem, war es gut gewesen. Und irgendwann sagt es aber, ich mag nicht mehr, ich zeig das jetzt. Und du hast ein großes Problem und das gehört jetzt aufgearbeitet. Ja, das ist ein Frosch. Also, ach Gott. Ja, ich hab ihn. Ja, Foto. Voll drauf. Foto. Hab ich schon. Aber es ist auch kalt, Lüter, dann wirst du nicht so gut drauf gehen. Nein, no, hab ich nicht.
Außer von ein paar Tieren fangen die beiden Geisterjägerinnen bei ihrer Investigation am Friedhof der Namenlosen keine Energien ein. Sie glauben, dass die Anwesenheit des Kamerateams die Geister verschreckt hat. Wollt ihr mal als Geist wiederkehren, wenn ihr gestorben seid? Nein, ich tät es gern machen. Nein, aber ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Aber ich glaube, ich mache das, also spaßhalber, ja, tät ich das sicher machen, wenn es gehen würde. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Heike, warum so ein energisches Nein? Was soll ich da? Es reicht doch, wenn ich schon als Lebende solche sowas erleben muss, ja, tagtäglich. Warum sollte ich als Geist dann mir das noch einmal antun? Da bin ich doch, glaube ich, froh, wenn ich zerpufft bin irgendwo.